Boah, Alter, voll K.O. geschlagenen Mecha-Wegler. Oh yeah. Ein Multimod für dich, New Dawn City ist ungeziefer. Problem. Problem. Ein Neuanfang für die City. Ah ja, stimmt. Da müssen wir jetzt diese Musikanten finden. Dieses grauenhafte Käferdings los. Und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser dem Aufruhr willkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde. Gehen wir doch noch welche in der City suchen. Ja, das werden wir, denn ich weiß ja auch, wo viele Monde sind. Unter anderem ist einer da drinne. Kann man direkt. Das ist eigentlich easy zu finden, ihr müsst einfach nur hier rein. Das ist easy. Gibt ja auch einen neuen Eingang. Das ist mal schön gerade ein bisschen fertig. So, bin ich wieder da. Dann sollte die sich einigermaßen okay sein. New York City beuten dir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum vorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir um der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Weißt du, du könntest Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen. Wenn das hier. Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lang ist's her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Oh, ein Mond. Ein Mond für dich, der Schlagzeuger ist dabei. Ja, wir bekommen für pro Tipp einen Mond. Wunderbar, du hast schon einen Musiker gefunden. Vielen Dank. Es sind nur noch drei weitere für das Festival. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Okay. Hi. Ich gehe so raus und so. Hey. Ich glaube, ein Musiker war noch da beim Seilspringen. Und das ist eine Vermutung. Ja. Da leuchtet sogar was. Hey, Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Ach. Ich hab schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern mit der Frau Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten. Hab ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für so einen Verhalt ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Roller, da hab ich's gehört. Da hinten leuchtet was auf dieser Insel. Der Gitarrist ist dabei. Ich weiß ja schon, wo der andere ist. Und einer ist auf dem Dach. Kein Scheiß, der ist auf dem Dach. Und wie man dahinter kommt, das können Sie, hier ist mir ein Stromkabel. Wow. Hier, der Gitarrist. Noch mal ein Gitarrist? Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Aha, so, die Frau Bürgermeisterin ist ganz schön gewitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Geht ihr? Warum der da rüber gekommen ist? Ein Mond für dich. Ach, der Bassist? Okay. Ist dabei. Ich sehe nur noch einen.
Ich kenne mich so aus wie so, mit so Musikdingern. Ja, also ein kleines bisschen sogar. Aber nur ein kleines bisschen. Aber es kann auch sein, dass heute kein Video von meinem Blog-Channel kommt. Es tut mir leid, aber heute habe ich nur mal viel zu tun. Ich muss ja auch noch Gaming aufnehmen. Und wie schon gesagt, wenn ich Let's Plays noch habe, dann wird jeden Tag ein Part oder sogar mehrere Parts von diesem Let's Play kommen. So bin ich nochmal. Liebe Follower, das werde ich noch. Aber natürlich, wenn ich dann irgendwie noch. Ich werde auch bald nach Amerika gehen. Also. Da muss ich natürlich auch wieder vorproduzieren. Damit ich dann nämlich auch Videos machen kann. Aber da werden natürlich auch Vlogs kommen. Eigentlich wollte ich auf dem Gaming-Kanal, also hier, Gamer-IP. Aber da ich jetzt einen Vlog-Channel habe, werde ich natürlich den dafür verwenden. Ja, also ja. Dafür ist ja auch ein Vlog-Channel da, damit man drauf Vlogs macht. So, und ich gehe hier gerade auf ein Gebäude. Aber ich weiß nicht, ob das immer unbedingt das Richtige ist. Jetzt nur eine Vermutung, ne? Wo läutet das denn? Ach, da. Ach, der ist jetzt schon direkt da hinten. Wow. Wow. Eine Trompete, okay. Was führt dich denn den weiten Weg hierher? Die Frau Bürgermeisterin, verstehe. So ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Der Trompeter ist dabei. Oh yeah. Du bist unwerfend. Du hast eine Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem angetan. Unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Nein. Aber wir können vielleicht mal unser Bestes machen. Wir können vielleicht mal gucken. Aber ich weiß natürlich, wie man da hinkommt. Vor allem, ich bin immer so nach hinten gerannt, obwohl das hier die ganze Zeit leuchtet. Damals zumindest. Warte mal kurz, ich hole mal schnell noch den Checkpoint. Bam, damit und dann bam, rein. Und das hier ist sogar nicht gerade so einfach. Es sieht einfach aus, aber es ist eigentlich nicht gerade so einfach. Stromkraftwerk im Untergrund. Oh. Da gibt es die Giftpflanzen. Oh nein. Und der Mensch da fürchtet sich. Die greifen euch nicht mal an. Und die andere schaut weg. Das ist eine Ratte. Ja. Ab hier müssen wir natürlich. Aber ich weiß sogar noch, wo ein anderer Mond ist. So. Da oben. Den habe ich auch lange nicht gefunden. Den habe ich sogar einmal zufällig gefunden. Schatz in der Kanalisation. Ein Mond für dich. Das sind hässliche Bowser-Dinger. Also, das ist natürlich schön Design, aber. Allgemein Bowser. Ich weiß nicht, Cappy gespaßt. So, du bist verrückt. Wie bitte? Ich war auf der drauf. So. Ein Mond für dich, Saft fürs Kraftwerk. Lecker Saft. Lecker. Danke. Nicht da oben? Habe ich einfach reingeschlafen. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Wege. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh hey, würdest du uns die Freude machen und dann an unserem Festival teilnehmen? Ja! Wo bist du denn ausgerufen?
Fantastisch. Ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Ein traditionelles Festival und da läuft wieder der beliebte Song Jumbo Superstar. Na, ja, glaube ich, zu viel Geld für dieses Spiel ausgegeben, oder? Also ich meine Nintendo, ich meine, schau mal, wie das aussieht, sieht richtig geil aus und das war ein das hat sich einfach echt so an, als wäre das wirklich ein echtes Festival. Weil es soll ja auch wirklich die echte Welt sein. Wacky? Das erinnert mich an dieses Mario-Spiel, was nie erschienen ist. Dieses Super Mario Wacky World, wo Mario doch auch in die richtige Welt reisen sollte. Also mit Ägypten und so. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber. Und ich glaube, das ist eine Anspielung, weil ich meine, das würde halt tatsächlich passen bei Mario. Weil es war ja ein Nachfolger zu Super Mario World, aber das wurde natürlich jetzt geändert durch Yoshi's Island, also wir sind Super Mario Bros. 2 in Yoshi's Island. Und hier ist bei der Uhr noch ein Mond. Das habe ich mal nachher Let's Player gezeigt. Ich glaube, ich habe das gerade gelöscht. Ne? Aber hier ist der Mond. Und by the way, apropos Mario Let's Player, es kann sein, dass nie wieder Videos von ihm kommen. Das alles werde ich in einem. Hallo! 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 Na, jetzt. Das alles werde ich in einem Switch-Stream erzählen. Um 18 Uhr. Mhm. Heute ist es 18 Uhr. Susi, die kenne ich eigentlich nicht. Früher dachte man, das heißt One-Up-Girl. Und ich dachte mir einfach nur so, One-Up-Girl? Na okay, der Name ist sogar eigentlich besser. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Und ich hätte mir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Oh, ein Multimond? Sieht nicht dumm aus, ne? Wenn wir da einfach so in der Luft schweben, wenn die alle zuschauen. Ein Multimond für dich, ein traditionelles Festival. Oh yeah. Werden wir immer noch nicht genug Monde. Und die letzten Monde werden wir dann im nächsten Part sein. Mal schauen. Yeah.